Hallo, grüß euch Leute, hier ist Michi von den Rush Brothers und herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal, Leute. Heute geht es weiter mit den Need for Speed Let's Plays. Wir haben schon 8% von der Karriere und wir machen jetzt weiter bei Vic und wir machen gleich mal Radarfalle. Das ist mein Lieblingsmodus, kann man so sagen. Das bin ich früher immer gefahren. Beim Radarfallenrennen kannst du zeigen, was dein Wagen drauf hat. Die Karte zeigt dir, wo sich die Radarfallen befinden. Rase so schnell durch die Fallen, wie du kannst. Fällst du zurück, verlierst du Punkte, sobald der erste Fahrer die Ziellinie überquert. Die höchste Gesamtgeschwindigkeit in allen Fallen gewinnt. Genau. Das ist eigentlich ziemlich einfach. Das war früher, wie gesagt, mein Lieblingsmodus. Mal gucken, ob ich das jetzt auch noch behalten kann. Boah, die ziehen alle weg, hey. Abnormal. Und der Trick bei solchen Rennen ist, wenn du es auf der Karte siehst, dass es immer näher kommt, gleich Nitro geben. Jetzt zum Beispiel. Ja, 250 drauf. Die anderen 227 zum Beispiel, die haben es zu früh eingesetzt, die sind zurückgefallen. Hier rammt mich einer. So. Jawohl. So. Also das Handling hat sich bis jetzt noch nicht verbessert bei dem Auto. Trotz des Fahrwerks. Ich fahre jetzt hier mal. Dann habe ich eine schöne Gerade zum Beschleunigen. Weil da vorne ist, oh shit, da ist eine Kurve, aber die kann ich dann besser nehmen. So. Nitro. Ist da. Scharfe Kurve. Boah. Nicht gut gefangen. So, 80% schon. So. Jawohl. Es war zwar nicht so gut, aber trotzdem. Da vorne ist das Ziel, jetzt muss ich schnell sein. So, geschafft. Gerade noch. Anscheinend werden die vom Blacklist-Fahrern gestellt. Sie fordern jeden heraus, der sich zutraut, ihre Rekorde zu brechen. Wenn du dir einen Namen machen willst, ist das deine Chance. Je mehr Verfolgungsmeilensteine du bestehst, desto berüchtigter wirst du bei den Blacklist-Fahrern. Alles klar. So. Alles klar. So. Gibt es hier für Meilensteine? 175, 170 machen wir gleich. Und let's go. So, da vorne ist es schon. Hab zwar wenig Nitro, aber es müsste sich ausgehen. Easy. 190, 191 sogar. Hey, Rock hier. Pass auf, der nächste Blacklist-Fahrer ist der Schlüssel zu Camden Beach. Zieh ihn ab und der nächste Bezirk gehört dir. Ich versuche was über ihn rauszufinden. Wir sprechen uns später. Seht ihr Leute, das beide ich. Rock ist richtig sympathisch. What the fuck?
So, dann machen wir gleich den nächsten Meilenstein. müssen wir schaffen. Zwar wenig Nitro, aber es dürfte sich ausgehen. Ja. Easy. Alles klar. Hey, ich bin's. Hör gut zu. Wenn einer abgezogen wurde, helfe ich gerne. Aber dabei muss auch was für mich rausspringen. Du kümmerst dich um die Blacklist, ich kümmere mich um deinen Unterschlupf. Im Gegenzug ignorierst du die Wetten, die ich auf dich abschließe. Das ist ein perfekter Deal, what's up? Lass dir von diesem Rock helfen, ohne dass er was von unserer Sache mitbekommt. Bis später. Alles klar, Mia. So. Entkommen weniger als 4 Minuten. 5000 Kopfgeld. 4 Polizeiwagen haben. Okay, das dürfte sich ausgehen. So, der erste ist schon mal hier. Der erste ist gerammt. So, Kopfgeld. Ein silberner Sportwagen. Alles klar, die kennen keinen Fiat oder was? Ja. Sind die Cops schon wieder? Okay, hinter mir. So, ich brauche noch Unterstützung von den Cops. Also, ich muss noch 3 Wagen rammen. Alles klar, das sind die von vorhin. Jawohl, da ist einer. Da haben wir schon den zweiten. Alles klar, die Cops werden schon aggressiver. Ja, ich habe zwar schon den zweiten gerannt, aber es wird irgendwie nicht dazu gezählt. So. So. Alles klar, ja genau. Ich glaub's auch. Nein, bestimmt nicht. Als Maul. Alter, was ist mit den Cops los? Die werden übelst aggressiv. Ich muss noch 2 Wagen rammen. Okay, die dürfen mich nicht verlieren. So. Ist das ein neuer? Nope. Er schickt doch Unterstützung, Mann. Ich habe nur mehr unter 2 Minuten Zeit. Dann muss ich entkommen. Ah, hier ist schon der nächste. Alle an der Verfolgung beteiligten Einsatz. Was? Ist der nicht? Ach Mann, ich wollte den rammen. 3. So. Jetzt muss ich noch einen rammen und der ist hier da vorne schon. So, dann haben wir den mal. So, den haben wir. So, jetzt brauche ich so einen Stopper, weil ich habe nur mehr 1 Minute und zu wenig Kopfgeld, dass ich es noch schaffe in einer Verfolgung. So. Alles klar, juckt ihn nicht. Okay, anscheinend muss ich das Rennen weiterfahren. Ne, okay, hier ist ein Stopper. So. Jetzt ist es vorbei. Genau bei 33, 33, nice. An alle Unterstützungseinheiten, Fahrzeug
wurde zuletzt gesehen in westlicher Richtung auf der State Street. Einsatzleitung, er bittet umgehend die Sperrung des Hier ist Mia. Ich habe ein paar nützliche Infos über die Cops. Du kannst sie abschütteln, indem du dich an bestimmten Orten versteckst. Du musst nur aufpassen, dass du aus der Sichtlinie verschwindest. Diese Orte sind überall verteilt. Halt die Augen danach offen. Alles klar, ja, das weiß ich. Das sind bei einer Verfolgung auf der Karte so strichlierte Kreise. So. Meine Stelle habe ich schon, aber einer fehlt mir trotzdem noch. Den kann ich überspringen. Nee, okay, kann ich nicht. Brauche ich. Dann machen wir bei Renn weiter. Hier ist nochmal eine Radarfalle. So, gegen was fahre ich? A4. Gobalt SS. Und was ist der andere? Ah, Clio V6. So, hier muss ich aus der Kurve beschleunigen. Komm, jawohl. Das nächste ist wieder aus der Kurve. Die crashen sich ja alle gegenseitig, das ist ein Vorteil. Dann verlieren die ihren Speed. Jetzt muss ich die Kurve hier perfekt nehmen und ich hab's verschrien. Okay, okay, warten, jetzt! Ah, ich glaube, ich bin zu langsam. Nee, nicht mal. Schon wieder knapp, ich bin 30 km/h vorm zweiten Platz. Oh shit. So, hier ist schon die nächste Radarfalle. Ich muss noch warten. So, jetzt. Jawohl. Hier schon die Abkürzung nehmen. Okay, der Audi nimmt sie auch. Alles klar, scheiße. So. Jetzt muss ich schauen, dass ich wieder einen Speed gewinne. So, es könnte echt knapp werden jetzt. ...96 easy. 77%, wie weit bin ich vorne? Okay, ja, paar über 20 km/h. So, hier ist schon auf die nächste, auf die Seite mit euch. Oh nice, jetzt bin ich, ja, jetzt habe ich es easy. Komm, verpiss dich. Außer du willst mit aufs Bild. Und er will mit aufs Bild. Nice, geschafft. Hey, hier ist Vic. Also Klappe halten und aufpassen. Ist mir egal, was du mit den anderen Typen am Laufen hast. Geh mir einfach aus dem Weg. Das sind meine Straßen, kapiert? Halt dich einfach an das, was man dir sagt. Dann ist alles cool. Alles klar. Das nehme ich jetzt mal als Notdrohung, weil er Angst hat. Dann machen wir mal weiter. Ich bleib dem sicher nicht aus dem Weg. So, was gibt es noch für ein Mautstellen, meine Spezialität? So, fahren wir mal das Ding hier. Los geht's. Spurwechsel. So, drei Mautstellen gibt's. 25 Sekunden habe ich noch Zeit. Das dürfte, glaube ich, kein Problem sein. Aber es könnte knapp werden. Okay, da ist sie schon. Circa 8 Sekunden Bonus. Okay, ja, 8 Sekunden, 29.
45 Sekunden. Okay, das heißt, die ist ein bisschen weiter weg. So, jetzt muss ich dann Spur wechseln. Oder? Ist das der Tunnel? Ja, das ist der Tunnel. Muss ich jetzt Spur wechseln? Ja, muss ich. Das ist eine schönere Kurve. Boah, 10 Sekunden Bonus, das geht sich aus. Okay, doch nicht. 9 Sekunden. Eine Minute fast Zeit. Okay. Hab knappe 70% vom Rennen geschafft. Das könnte sich ausgehen. 30% in 40 Sekunden. Es wird spannend. Auf jeden Fall. Aber hier schön die Abkürzung nehmen. Und ich habe sie verfehlt. Scheiße. Aber hier die nehme ich. So, warten bis ich auf der Geraden bin und dann voll Nitro. Und das Ziel ist gleich da vorne. Bin bei 95%. Ja, da ist es easy. Ja, haben wir, Digga. So. Alles klar. So. Dann nehmen wir mal gleich das nächste Rennen. Wieder ein Mautstellenrennen. Perfekte Start ist da. So, auf die Spur muss ich. Ist eine schönere Kurve, muss ich nicht so ausfahren. Bleibe ich aber auf der Spur, weil da ist eine blöde Kurve auf der anderen Seite. Alles klar. Okay, Gegenverkehr ist nicht so toll. So. 15 Sekunden Zeit. Da vorne ist es eh schon, also easy win. 10 Sekunden Bonus. Nice. So. 1 Minute 30. Boah, das ländlich ist weit weg. Wieder 3 Mautstellen nur. Das heißt, ich fahre jetzt ein bisschen. Also wir fahren jetzt ein bisschen. Es kann noch eine Weile dauern, bis die nächste Mautstelle kommt. Die wird so circa bei, schätze ich mal, 65-70% sein. So knapp vom Ziel. So, hier ist eine Gerade, schnell Nitro reindrücken. Ja, hier kommt schon wieder auch eine Kurve, den müssen wir jetzt schön nehmen, dass die Geschwindigkeit nicht verloren geht. Ja, nice. So. Baumfäller ist da. So, Nitro ist wieder gleich voll. What the fuck, 30 Sekunden noch. Ah, hier ist sie schon. Das könnte sich ein 15er Bonus ausgehen. Wenn nicht sogar 20. Oha, ein 20er geht hier aus. 21. Eine Minute. Ja, sag ich ja, bei 70% ist die. Ja, das dürfte sich ausgehen. 55 Sekunden für 20%. Easy win. Schöne Gerade. Boah, fuck. Ah, und da ist das Ziel schon. Nice, 25er Bonus. Oha, genau 25. Richtig gut geschätzt, Mann.
Du haust ja ganz schön rein. Wirklich, was das für Kreise zieht. Ich muss unbedingt nach Campton Beach kommen. Angeblich sollen die Quoten da besser sein. Mal sehen. Knöpf dir die Typen weiter vor. Du kriegst Razor. Ist nur eine Frage der Zeit. Wir sehen uns. Ja, Mia geht zum Strand. Ich fahre noch ein bisschen hier rum. So, jetzt machen wir noch ein Rennen. Dann muss ich eh wieder beenden. So, das Sprintrennen machen wir noch. Es ist abnormal, wie schnell die Zeit vergeht, wenn man ein Spiel zockt, das einem richtig viel Spaß macht. Das ist richtig krass. Nehmen jetzt schon wieder knappe 20 Minuten auf. So, gegen was fahre ich? Cobalt SS, Clio V6 und was da vorne? Ein Supra mit dem hässlichsten Spoiler, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Aber der Cobalt SS hat auch einen ziemlich hässlichen Spoiler dran. Okay, der ist noch hässlicher wie der von Supra. Der von Supra geht eigentlich noch. Aber der ist richtig hässlich da, der gebogene. Guckt euch das an, Alter, wie hässlich das aussieht. Alter, der Clio, der zieht ordentlich durch. Oh shit, da wäre eine Abkürzung gewesen. Egal. Das war klar. Achtung, Bezirk 3. Haben jede Menge Anrufe aus der Bevölkerung über eine Gruppe gefährdet. Oh shit, fast nicht bekommen. Ich hätte durch die Bushaltestelle fahren können. Aber egal. So, 85%. Oh, scheiße, das war so klar. Ich hab's so komplett verschrien. Scheiße, Mann. Fuck, Mann. Ja, kann man nichts machen. Dumme Stelle. Ja, scheiße. Ja, schade. Im letzten Moment mit meinem Pech. Ja, schade. Aber egal. Ja, Leute, das war's von diesem Let's Play. Wir sehen uns wieder morgen. Sagt euren Freunden Bescheid. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht zu bewerten und kommentieren. Lasst auf jeden Fall ein Abo da. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns morgen beim nächsten Gameplay. Ciao.